Das gibt natürlich relativ einen grossen Vorteil, wenn man den Trick steht. Und für euch ist es natürlich noch spektakulärer. Bei den einen kann man sich so ein bisschen denken, was sie werden probieren, und die anderen werden uns sicher noch etwas Neues servieren. Ich bin gespannt. Der dritte Platz steht jetzt auf dem Spiel. Der Vicky Gomez fängt an. So, jetzt sind die Fahrer auch informiert. So, Zürich, sind ihr ready für das erste kleine Finale zwischen dem Vicky und dem Lee? Dann macht Lärm! Wir haben noch zwei Battles vor uns. Noch einmal Flatland vom Feinsten da bei uns in Zürich an den Cycle Weeks. Ah, es ist schön. Der Vicky eröffnet den Tanz. Einmal Spanish Flamenco für uns. Yeah, we are ready. Sind ihr ready, oder? Ja, haben wir schon gesagt. So, einmal nochmal in sich gehen, einmal Konzentration auffahren. Es geht um den dritten Platz. Vicky Gomez, einmal aus Luxemburg, einmal Red Bull für euch. Einmal Titanium Bikes at its finest. Und er macht nochmal seine Crossfooted Stuff-Sachen. Oh. Ja, es ist schon spät. Die Jungs sind schon den ganzen Tag da auf dem Velo und auf der Bein. Es braucht sehr, sehr viel Energie. Audeli. Er nimmt nochmal seine schönen Signature Moves aus der Tasche, rollt nochmal rückwärts auf dem Sattel sitzend. Übers Parkett, ganz easy locker. Give it up for Lee Musselwhite! Der Vicky probiert es nochmal. Mit Crossfooted Shizzle und in Hitchhiker. Ah. Ai, ai, ai. Er macht gerade noch etwas weiter. Auf dem Hinterrad. Oh yeah. Was sehen wir von ihm? Einmal das Velo rundherum. Bike Varial. Oh, so schön, so schön. Es sieht so einfach aus. Oh yeah, upside down, ganz tief vorne und wieder auf die andere Seite und auf Pedalen oder auch nicht. Macht Lärm für den Vicky Gomez. Ja, da merkt man langsam erste Ermüdungserscheinungen, aber das macht überhaupt nichts. Unser Lee, wie gewohnt, ohne Füße, auf dem Velo in Halfpacker. Spinnt noch mal ein bisschen rundherum. Oh yeah, und zurück aufs Velo. Give it up for Lee Musselwhite. Und auch der Vicky. Was macht er? Oh yeah, nochmal ein 540 Bike Varial. Eineinhalb Mal das Velo rundherum zwirbelt. Da wird es einem schon nur beim Zuschauen trümmelig. Und jetzt ein Bike Flip. Oh, there we go. Yes, Vicky. Einmal das Velo rundherum gerührt. Und noch Time Machine auf den Pedalen, weil es so schön ist. Yes, Vicky! Wunderbar! Was zeigt uns der Lino? Ah ja, yeah. Genau. Ein sogenannter Spider Glide, die gleitende Spinne. Einmal alle vier weg vom Velo. There we go! Unglaubliche Bike Control und Körperkontrolle. Ihr könnt euch vorstellen, wo das kann weh machen, wenn das nicht gut kommt. Ja, yeah, Lee! Machen wir Lärm für den Lee Musselwhite! Und Vicky, er flippt da nochmal in Halfpacker. Yes! Souverän, souverän. Ah, yeah, er packt nochmal ein bisschen etwas aus. Crossfooted Spin. Yes! In Steamroller. Und wieder zurück. Oh yeah, super Vicky. Yeah, und er hat immer noch ein paar Sekunden übrig für den letzten Run. Genau so wie der Lee. Jetzt gibt es einen kleinen 360-Jump und wieder zurück aufs Velo. Signature Move vom Lee. Macht Lärm. Alright Vicky, I guess your last run. Der letzte Run von Vicky. Er hat einen guten Run gehabt jetzt.
Jetzt muss er das Ding nochmal heimbringen. Einmal Bike Varial. Oh, oh, oh. Yes. Ah, da muss er noch kurz absteigen. Mach ihn für den Vicky Gomez. Woo. Und auch der Lee, 15 seconds to go. Einmal ein kleiner Boomerang. Yes. You have another try. The clock should stop, actually. Yeah. Last run for you. Boomerang in Halfpacker. Wunderbar. Sehr smooth. Ja, da muss er noch ein bisschen ausgleichen. Und einmal Bein weg vom Lenker. Er rollt da nochmal super, super aus. Ah, yes. Und aber give it up for Lee Musselwhite Zürich. Woo. Oh. Und jetzt haben beide Fahrer noch eine Chance. Es ist nicht noch ziemlich viel offen, würde ich sagen. Da sind noch nicht alle Karten ausgespielt. Wenn jetzt hier jemand noch einen richtig grossen Big Banger raushauen kann und der steht, ja, dann könnt ihr da den dritten Platz noch einheimsen. Who starts? Okay. Okay, der Vicky Gomez startet. Ich könnte mir noch vorstellen, was er uns will zeigen. Aber ich weiß es nicht for sure. Darum sind wir gespannt. Also Zürich, es geht wirklich um den Big Trick. Das heisst, wenn die Jungs da ihr Ding heimholen, dann möchte ich euch richtig laut hören. Richtig laut. Vorher dürft ihr ruhig ein bisschen Spannung aufbauen, ein bisschen ruhig sein und dann explodieren. Judges are ready, I think. Okay. Okay, Vicky, we are ready. Are you ready, Zürich? Okay. So, jetzt schauen wir einfach mal und geniessen. Oh yeah. Bam! Vicky Gomez! Mit einem Hybrid! Das ist genau das, was ich gedacht habe. Yes! Bam! Einmal Bikeflip, Tailwhip, Mischig, Signature Trick von ihm. Ja, da regnet es noch ein bisschen Punkte bei den Judges hin. Und jetzt sind wir gespannt, was der Lee Musselwhite uns bringt. Gebt ihm noch ein bisschen Ansporn, Leute. Kommt! Da muss er jetzt etwas auspacken. Und ab ihm schauen wir zu und geniessen. Schöner G-Turn aus dem Signature-Move. Geht's noch weiter? Ah, da muss ich kurz absteigen. First try. Er hat noch zwei. Oh. Ja, da probiert er zwei von seinen Signature-Tricks zusammenzuhängen in einen längeren Run. Ist natürlich doppelt so schwierig. Also, wir geniessen wieder. Oh yeah. Ah, muss er wieder absteigen. Noch ein letzter Anführerapplaus für den Lee. Kommen. Ich glaube fast, er möchte nachher noch einen 360-Jump machen auf dem Vorderrad. Ja, wenn er da steht, dann wird es ganz schwierig für die Judges. Ganz schwierig. Oh yeah, der erste Teil klappt. .360 und zurück aufs Velo! Yes, Lee! Bam! Da sind wir happy! Oh yes! Gänsehaut-Moment an den Cycle Weeks. Das macht es eben aus. Oh, wunderbar! Ja, das ist schwierig. Zwei Runs mit ein bisschen Abstand, mit aber sehr vielen Schwierigkeiten. Und zwei Big Tricks. Pff, schwierig.
Es geht um den dritten Platz. Es geht um den dritten Platz. Lee Musselwhite aus England, Vicky Gomez aus Luxemburg. Oh. Die Judges diskutieren noch, der ist jetzt nicht einfach. Der ist nicht einfach. Ready? I'm not sure. Okay, Judges are ready. Also ich habe absolut keine Ahnung, das ist jetzt wirklich schwierig. So, wir haben hier, wie gesagt, einmal Vicky Gomez, wir haben einmal den Lee Musselwhite. Es geht um den dritten Platz. Judges, third place goes to Vicky Gomez. Raise your hand. Okay, three. Vicky Gomez goes for the third place. Fourth place for Lee Musselwhite. Give it up for Vicky! Es kann nur einigen, es kann nur einigen, auch nur ein dritter Platz. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Natürlich ist jemand nicht so zufrieden, aber ja, das ist es halt. Das ist es halt. So,